Hallo, hier ist euer Das Steffen Zockt zu einem kleinen Informationsvideo für euch. Ja, es gab lange kein Informationsvideo mehr oder Vlog-Video, aber heute habe ich mal wieder eins für euch, weil ich ein paar Sachen ankündigen will oder möchte, was so für den Monat Dezember in Aussicht steht und was ich da so vorhabe, ein Video zu machen. Bedeutet zwar noch ein bisschen viel Arbeit, aber das bekomme ich auf jeden Fall hin, was das angeht. Und ja, zwar möchte ich wieder meine Adventskalender machen. Adventskalender-Videos. Ich habe schon Adventskalender da, also bestellt für das Videoformat. Wird es dann natürlich jeden Tag wieder geben, was das angeht, das Videoformat. Und ja, dann möchte ich auch noch ein Special-Video machen für den 24. Dezember. Aber darüber werde ich nochmal in einem Extra-Video was erzählen, weil es da um ein YouTube-Thema geht, was ich ja auch ab und zu mal mache. Besser gesagt Video dazu, was ja mir auch irgendwie wichtig ist zu machen, ne? Also mir persönlich, wie es bei anderen Leuten aussieht, weiß ich nicht. Und ja, dazu werde ich aber noch ein extra Video machen, ne, wo ich darüber erzähle, dass ich das mache. Vielleicht werde ich das sogar in einem Mini-Livestream machen. Direkt am 24. Dezember, ich weiß nur noch nicht welche Zeit, ob Vormittag oder Nachmittags mal. Da muss ich erst sehen, wann ich das mache, vielleicht auch erst abends, also da bin ich mir echt noch nicht sicher. Und ja, dann will ich natürlich auch versuchen, noch ein neues Let's Play reinzubekommen, ist aber ein neues Spiel, was an den auch typischen Let's Play-Tagen kommen wird oder vielleicht sogar an den Tagen, wo keine sind, also an den Tagen, wo meine Streams sind. Und ja, dann möchte ich vielleicht auch versuchen, wieder mehr Vlogs zu machen. Da muss ich aber schauen, wie ich es zeitlich schaffe, weil im Prinzip habe ich nur Samstag Zeit aufzunehmen. Also Wochentage ist es eher schwierig. Es ginge zwar, aber es ist schwierig. Da schaue ich mal, wie ich das einrichten kann, was das angeht. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch Dezember auf ein paar Videoformate freuen. Ein paar fortsetzende oder auch neue Formate. Also ich will versuchen, euch für Dezember so einiges reinzubringen. Ich werde wahrscheinlich sogar an den Adventssonntagen wieder einen Advents-Livestream machen, wie ich schon mal gemacht habe. Wahrscheinlich wieder Minecraft oder mit anderen schönen Spielen. Vielleicht noch ein bisschen Community basiert, dass ich Community Games zocke. Aber was zum Beispiel oder Fall Guys zum Beispiel, die werde ich mir ja auch noch holen. Da muss ich aber erstmal schauen, wie ich das mache. Aber ich denke mal, ich werde so ein bisschen Community-basiert machen. Dass ihr auch ein bisschen mitmachen könnt. Wäre ja für euch auch schön, wenn ihr mitzocken könntet. Und ja, das bekommen wir, denke ich mal, auch alles irgendwie gebacken. Und dann wird es natürlich noch anderes Videoformat auch geben. Ja, über unsere derzeitige Lage. Ich denke mal, ihr wisst, worüber ich rede. Aber das wird vielleicht schon noch im November erscheinen, denke ich mir mal, wenn ich es schaffe. Aber da muss ich halt mal schauen, wie ich es hinbekomme. Und ja, ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht für Themen machen könnte jetzt für Dezember, ob es was Weihnachtliches sein soll oder so, dass ich irgendwie was Weihnachtliches mache oder so. Also müssen schauen, ob ich es umsetzen kann oder nicht umsetzen kann.
Aber ich könnte es auf jeden Fall probieren, vielleicht ein bisschen was Weihnachtliches zu machen. Dass ich vielleicht, ja, was bastel eventuell. Ich weiß aber nicht, ob ich es hinbekomme, weil darin bin ich nicht so gut, was Basteln angeht und künstlerische Sachen. Da bin ich echt mehr der Noob drinne. Aber man könnte es eventuell probieren. Mal sehen. Und ja, wie gesagt, es wird vielleicht noch ein neues Let's Play geben, aber das wird wahrscheinlich jetzt auch schon im November beginnen. Ab, ja, nächste Woche vielleicht schon oder übernächste Woche, wie ich es schaffe mit Bearbeiten, Aufnehmen, etc. pp. Dann wird es die Advents Sonntag Livestreams geben, die Kalender auspacken Videos oder meine Adventskalender-Videos, wie schon folgendes Jahr. Und ja, das kam mir auch ziemlich gut an, was das an betrifft. Dann werde ich versuchen, die Vlog-Reihe fortzusetzen, die ich mal begonnen habe, wo es ja um Tiere geht und alles Mögliche, also Tierschutz. Weil für mich ist das schon ein wichtiges Thema. Darauf wird sich das eigentlich auch, was ich am 24. machen möchte, belaufen, was Tierschutz angeht und Tiere oder Tierrettung. Und ja, ich muss mal schauen, wie ich das machen werde, ne? Und ob das möglich ist, das so zu machen. Ist vielleicht in der Corona-Zeit gerade nicht, aber vielleicht ab nächstes Jahr früher oder Sommer ab und zu mal. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich das möchte. Auf jeden Fall werde ich euch dann natürlich noch rechtzeitig informieren, wenn das geht und klappen sollte, was ich dann noch vorhabe nächstes Jahr, wenn es Corona vielleicht etwas abflacht. Und ja. Da war es das eigentlich soweit schon, was ich erzählen wollte und um was es geht. Das, was Neues noch dazu kommt, paar alte Sachen wieder aufleben werden auf meinem Kanal. Und ja, freue mich einfach auf den Dezember, auf schöne Videos und Projekte, paar weihnachtliche Sachen oder wenn's Projekte halt. Und ja, da wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder guten Morgen oder Wochenende, wann auch gerade ihr das Video anschaut. Und ja, lasst gerne eure Kommentare in dem Video da, was ihr euch vielleicht an Projekten wünschen würdet für Dezember oder fortlaufende Projekte dann auch über Dezember hinaus und Weihnachten hinaus. Und ja, dann sagt euer Dr. Steffen Zock jetzt an der Stelle Ciao mit V. Möge die Macht mit euch sein und wir es werden uns wiedersehen im nächsten Video, Vlog, Livestream, was auch immer, was ihr bei mir anschaut und euch bei mir gefällt. Aber bis dahin sage ich Ciao, möge die Macht mit euch sein und bleibt mir treu gewogen und gesund und lasst mir auch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Also dann, euer Dr. Steffen Zockt sagt Ciao mit Doppel V. Warte mal. Muss ich aber richtig hinzeigen. So. Hehe. Eieiei. Das ist immer schwierig mit der Kamera. Na gut. Ciao. Euer Dr. Steffen. Bye bye.